Jetzt ist Zeit, dass mal andere Töne erklingen. Die Silvia Kirchhoff ist Sängerin. Sie werden erstaunt sein, Sie werden wahrscheinlich, so wie ich zum ersten Mal, einen Kontraalt hören. Sie ist Regisseurin, sie ist Künstlerin, Schauspielerin, Clownin, die auch ganz als Klinik-Clown in Würzburg arbeitet, arbeitet bundesweit, erfreut die Menschen mit ihrer Kunst. Und sie hat gesagt, naja, wenn es schon bei Parteien ist, bei Frauen, die sich in der Politik engagieren, ich war auch schon mal in der Bayerischen Vertretung in Berlin, aber ganz oft kennen wir dich aus Gerolzhofen und aus der Zeitung und jetzt live hier bei uns, Legius. Ja, also ich bedanke mich sehr, dass ich eingeladen wurde und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, was man denn zu so einer Ausstellung für Lieder bringen kann. Und zuallererst möchte ich ein Lied mit dem Titel Das Bürgerlied bringen. Denn bevor es zu unseren Frauenrechten kam, haben jahrhundertelang die Menschen um Menschenrechte und Bürgerrechte auch gekämpft. Aber es ging genau, wie Sie es vorhin gesagt haben, um das Miteinander. Und es ändert eigentlich nichts, ob es um irgendwie für die Menschen, für die Bürger geht oder um uns Frauen geht, wenn wir es nicht miteinander machen, egal welcher politischen Gesinnung, welcher Konfession, welcher Hautfarbe, welches Geschlechtes, wir müssen es tun. Das Bürgerlied aus dem Jahr 1845, in der Märzrevolution 48-49, wird es auf Flugblättern verteilt und Hannes Wader hat es im 20. Jahrhundert weiterleben lassen. Ich habe hier eine Technik gemacht. Ob wir rote, gelbe Kragen, Stiefel oder Schuhe tragen, Stiefel tragen oder Schuh, oder ob wir Röcken nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut nichts dazu. Präsidieren oder müssen Akten schmieren ohne Rast und ohne Ruhe. Wir just Kollegia lesen oder ob wir Binden besen, das tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder stets zu Fuße schreiten, immer unserem Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir rüstig und geschäftig, wo es gilt zu wirken, kräftig, immer kräftig. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe denken, das tut was dazu. Drum, ihr Bürger, drum, ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, jeder, was er sei und tu. Alle, die dies Lied gesungen, wie die Alten, so die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, wie die Alten, so die Jungen, tun wir was dazu. Vielen Dank, eines der ergreifendsten Bürgerlieder, finde ich. Genau, und eine, die bei uns auch sehr viel macht, Christine Jennecke, tut jetzt das, was sie unter vielen anderen Dingen auch sehr gut kann. Sie führt uns jetzt ein bisschen ein
in die Welt 1948-49. Sie stellt uns die vier Mütter des Grundgesetzes ein bisschen vor, die es so gemacht haben wie in dem Lied. Nicht die Welt begaffen, sondern die Welt erschaffen. So, Barbara, was du gerade gesagt hast, dass ich die Mütter des Grundgesetzes jetzt detailliert vorstelle, das tue ich natürlich nicht. Das tun die Tafeln hier schon. Die sind dazu da, dass man die einzelnen Details nachliest. Was ich versuche darzulegen, die Bedeutung der Mütter des Grundgesetzes für die damalige Zeit, für die heutige Zeit, für uns Frauen und überhaupt für das gesellschaftliche Dasein, wie es damals und heute war. Wenn wir auf die Bedeutung der Mütter eingehen, dann ist die erste Bedeutung dieser vier Mütter, dass sie Frauen waren. Nämlich Frauen, die vier Frauen im Parlamentarischen Rat gegen 61 Männer waren. Gegen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, denn der Artikel, um den es hier geht und für den die vier Frauen besonders verantwortlich waren, der ist tatsächlich in der Gegnerschaft zwischen diesen vier Frauen und den Männern geschaffen worden. Der Artikel 3, der lautet, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Auf die Bedeutung des Artikels gehe ich dann ab. Jetzt erstmal zu der Tatsache, wie diese vier Frauen es geschafft haben gegen 61 Männer und gegen eine Öffentlichkeit, die im Übrigen von vornherein natürlich auch dagegen war, sich durchzusetzen. Und da hat eine der vier Frauen, die Elisabeth Selbert von der SPD, die größte Rolle gespielt. Nämlich, alle vier Frauen haben natürlich versucht, argumentativ zu wirken, wie das Frauen im Üblichen übrigens sowieso immer tun. Aber diese Argumentation allein, das hat nicht gereicht und deshalb hat die Elisabeth Selbers alle Frauenverbände der damaligen Zeit aktiviert, die dann die Mitglieder des Parlamentarischen Rates jeden Tag mit Briefen, mit Petitionen, mit Schreiben bombardiert haben, sodass, ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben und ein bisschen verkürzt, diese Männer irgendwann die Nase davon voll hatten und gesagt haben, wir gehen jetzt auf die Anliegen der Frauen zumindest erstmal in einem gewissen Rahmen ein. Und damit wurde dann dieser Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, als Artikel 3 in dem Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat konstituiert. Was im Übrigen Parlamentarischer Rat ist und warum Grundgesetz den Artikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt und was der für eine Bedeutung hat, wie gesagt, das sage ich erst am Schluss. Aber ganz kurz zu dem Parlamentarischen Rat. Der Parlamentarische Rat ist letztendlich eine Nationalversammlung, also eine verfassunggebende Versammlung. Aber man hat versucht, aus Gründen, die Sie sicher alle kennen, weil nämlich diese Verfassung in Anführungszeichen nur von den westlichen Besatzungszonen konstituiert wurde und die SBZ, die sowjetische Besatzungszone, nicht mitgemacht hat. Deswegen hat man versucht, von Anfang an deutlich zu machen, auch unter der Ägide der Besatzungsmächte, dass man den provisorischen Charakter wahrt. Und damit hat man das eben nicht Nationalversammlung genannt, sondern Parlamentarischer Rat. Damit hieß es nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Eine Bezeichnung, die im Übrigen nach einer Wiedervereinigung aufgehoben oder verändert werden sollte in Verfassung, was nach der Wiedervereinigung aber nicht geschehen ist, weil man gesagt hat, konkludent, bedeutet die Akzeptanz dieses Grundgesetzes über mehrere Jahrzehnte bereits das Annehmen. Und auch die DDR hat durch die Tatsache, dass sie mit ihren Aktionen gezeigt hat, dass sie eben sich diesem Grundgesetz nicht unterordnen, sondern gleichordnen will. So, damit sind wir jetzt bei den Aktionen der Frauen. Was im Übrigen als zweites für die Bedeutung dieser Mütter des Grundgesetzes spricht, ihr Werdegang. In einer Zeit in den 20er Jahren, in der politische Betätigung von Frauen zwar mehr noch als dann in den 30er Jahren akzeptiert wurde, aber immerhin doch auch ziemlich selten war. Und der Werdegang, der politische, aber auch der berufliche Werdegang dieser vier Frauen ist teilweise unterschiedlich, teilweise aber auch kann man Ähnlichkeiten feststellen. Gehen wir mal auf den Werdegang der Elisabeth Selbert ein, denn das ist im Übrigen die Frau, die am meisten Aufmerksamkeit
auch heute noch erregt, unter anderem darin deutlich, dass es noch 2014, glaube ich, einen Film in der ARD gab mit dem Titel Die Sternstunden meines Lebens. Das ist im Übrigen ein Zitat von der Elisabeth selber, der sich auf die Situation bezieht, dass dieser Artikel 3 in dieser Formulierung akzeptiert worden ist. Und in diesem Film spielt Iris Berben, wer könnte es sonst sein, die Elisabeth Selbert. Und in diesem Film wird so der Werdegang, auch der persönliche Werdegang gezeigt, was daran vielleicht auch heute noch interessant ist. Elisabeth Selbert hat, wie alle Frauen damals, eigentlich erstmal ja, so einen typischen Frauenschule durchlebt und durchlitten, kann man nicht sagen. Ihr Abschluss war keiner, der für weitergehende Funktionen berechtigt hat, aber sie hat dann, nachdem sie 1919 ihren Mann, der im Übrigen Arbeiter- und Soldatenrat war, das heißt in einer Richtung ging, die schon relativ weit, wir würden heute sagen links oder kommunistisch war, und dieser, ihr späterer Ehemann, hat sie dann erstens mal dazu gebracht, dass sie sich auch politisch aktiv beteiligt hat, aber er ist dann noch weitergegangen, nachdem die beiden zwei Söhne hatten, hat die Elisabeth Selbert mit der Unterstützung ihres Mannes, als sie 30 war, angefangen zu studieren. Und zwar Jura zu studieren, ein Fachbereich, der damals von Frauen überhaupt nicht anvisiert wurde. Und sie ist dann auch in Marburg die einzige Frau gewesen und später in Göttingen unter 300 Studenten waren 5 Frauen. Wobei sie dann tatsächlich ein Examen gemacht hat, das sie berechtigt hat, noch 1934 praktisch in die Anwaltsorganisation aufgenommen zu werden und es ihr ermöglicht hat, dass sie auch in den 30er Jahren, obwohl Frauen eigentlich im Beruf und gerade im juristischen Beruf nicht akzeptiert waren, zu arbeiten. Das war nötig, weil ihr Mann in der Zeit im KZ war und sie eigentlich Alleinversorger und dann von ihrer Familie war. Die drei anderen Frauen haben beruflich nicht diesen spektakulären Werdegang vollzogen, das heißt spektakulär teilweise schon. Sie waren eigentlich hauptsächlich in den frauentypischen Berufen tätig. Die Frieda Nadig, die im Übrigen auch eine SPD-Frau war, die hat vor allem in den Wohlfahrtsverbänden und in der Wohlfahrt ihren Weg gemacht. Und auch die Helene Wessel war eine Frau, die im Bereich der Jugendfürsorge, im Bereich der Fürsorge ihren beruflichen Werdegang hatte. Helene Weber im Übrigen, die jetzt die Namensgeberin des Preises ist, die ist auch, hat auch einen typischen Beruf gehabt, nämlich sie war Lehrerin. Soweit also zu dem persönlichen Werdegang, aber der politische Werdegang war auch von allen 4 Frauen eigentlich teilweise initiiert durch Männer, die sie beeinflusst haben. Ganz deutlich und symptomatisch bei der Elisabeth Selbert wieder, die durch die Bekanntschaft mit dem Philipp Scheidemann, der damals Oberbürgermeister in Kassel war, eben wirklich in die politische Richtung gekommen ist und dann auch sich so engagiert hat, weil sie durch ihn die Möglichkeit gesehen hat, auch als Frau was zu bewegen. So, soweit nur kurz. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Kurz eine Minute, das ist zu wenig. Wir weiten es mit 3 Minuten mehr. Und zwar gehen wir jetzt dann als letztes auf diese Bedeutung des Artikel 3 ein. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wenn man die Formulierung hört, denkt man eigentlich völlig harmlos, ja, was soll's. In der Weimarer Verfassung im Übrigen gab es schon auch einen ähnlichen Artikel, der lautete, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Der Unterschied ist staatsbürgerliche Rechte und die Pflichten, die explizit genannt wurden. Und das war auch, also diese Pflichten, die dann bei der Männer und Frauen sind gleichberechtigt Formulierung nicht mehr vorkamen, war im Übrigen auch ein Grund, warum die Männer in dem Parlamentarischen Rat heftig dagegen waren. Mit dem Argument, ja, die Rechte wollen sie natürlich, aber die Pflichten, die kommen jetzt nicht mehr vor. Was natürlich nicht
Stimmt, weil natürlich gleichberechtigt heißt genauso auch gleich verpflichtet. Im Übrigen, wenn Sie das Grundgesetz, falls Sie es irgendwann mal anschauen, genauer lesen, diesen Artikel 3, dann ist der erste Satz des zweiten Abschnittes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Satz, der 1949 in die Verfassung aufgenommen wurde. Der zweite Satz, nämlich der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Dieser Satz ist erst 1954 von Adenauer unter großer, wie soll man sagen, Bedrängnis auch von Seiten der Frauen und der Frauenverbände aufgenommen worden. Und in dem Film übrigens mit der Iris Berben ist so dargestellt, als ob Adenauer bereits 1949 bei der Verkündung des Grundgesetzes diesen Satz dann vorliest. Stimmt aber nicht. Man hat es aber deshalb so eingefügt, weil die Elisabeth selber es von Anfang an gesagt hat, ich will diese Gleichberechtigung als imperatives Mandat an den Staat haben und nicht einfach als lapidare Aussage. Und imperatives Mandat an den Staat bedeutet, das gesamte BGB musste sich danach richten, wurde umstrukturiert, was beispielsweise die Situation von Mann und Frau in der Ehe, was die Situation von den Kindern, was die Situation von Scheidung und so weiter bedeutet. Und dieses ist im Übrigen erst eigentlich nach der Wiedervereinigung gesetzlich vollzogen worden. Faktisch kann man fragen, ist es überhaupt schon so vollzogen worden? Deshalb noch ganz kurz, die Frage werde ich dann nachher an meine Interviewpartnerin auch stellen. Und abschließend haben alle vier Frauen im Übrigen etwas, was, glaube ich, für den politischen Werdegang von jedem, aber von Frauen besonders wichtig ist. Sie hatten Visionen. Visionen von Situationen, die in die Zukunft weisen. Zum Beispiel hat die Elisabeth Selbers als Juristin bereits das Zerrüttungsprinzip statt des Schuldprinzips in der Entscheidung angestrebt. Die Frieda Nadig im Übrigen zusammen mit Helene Weber, Beispiel von parteiübergreifender Zusammenarbeit, die Lohngleichheit von Frauen, versucht auch im Grundgesetz zu verankern, ist gescheitert, aber dann nach und nach hat sich zumindest gesetzlich durchgesetzt. Praktisch natürlich, wie wir es auch an dem Equal Pay Day demonstriert haben, noch lange nicht unbedingt. Aber alle diese Frauen waren dann auch Wegweiser für die Zukunft. Die Frieda Nadig im Übrigen auch, die AWO dann nach 1950 aufgebaut hat. Und die Helene Weber, die Müttergenesungswerksvorsitzende nach dem Tod von der Elli Heuss war. Also diese Frauen haben nicht nur in dem engen parlamentarischen Bereich gewirkt, sondern darüber hinaus und sind deshalb auch wegweisend. Und das ist die Bedeutung, denke ich, dieser vier Frauen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Also ich finde, das waren exakt 10 Minuten. Das war ein ganz wundervolles.